sie hätten haben wollen, gar nicht in dem Maße erfahren haben, wie es vielleicht nach unserem Verständnis gerecht gewesen wäre. Insofern bleibt diese anderthalb Stunden, die ich euch durch den Abend führe, immer wieder die Frage, wie ist es mit gut, wie ist es mit böse? Gerade im Horoskop, kann man das erkennen? Kann man zum Beispiel ein gutes Horoskop oder ein schlechtes Horoskop sehen? Kann man das Horoskop eines Täters sehen oder eines Opfers? Die Antwort muss natürlich lauten, nein. Denn wir wissen ja alle, in der psychologischen Astrologie geht man davon aus, dass die Bewusstseinsstufe des Horoskopeigners und die Art und Weise, wie das Horoskop ausgelebt wird, nicht bekannt ist. Aber anhand der Horoskope von berühmten Persönlichkeiten haben wir es natürlich sehr leicht. Es ist alles sehr, sehr gut dokumentiert und so können wir anhand der Horoskope nach prägnanten Konstellationen suchen. Das werden wir auch über den Abend machen. Wenn wir uns überhaupt mit einem Planeten auseinandersetzen müssen, der mit dem Bösen in Anführungsstrichen zu tun hat, dann ist es natürlich der Pluto, werdet ihr jetzt alle sagen. Und ich kann nur sagen, da seid ihr nicht ganz falsch mit Pluto. Das achte Haus hat ja viel mit dem Tod zu tun, mit Tabus, mit Selbstüberwindung und auch mit Transformation. Und das Bild, was ich euch hier in das Chart eingefügt habe, ist ein jüngstes Gericht. Und im achten Haus und bei Pluto auch hat es immer damit zu tun, dass man einen Reinigungsprozess durchgeht, um geläutert zu werden durch Feuer, durch Qualen, durch Selbstüberwindung, damit die Seele wieder rein wird und wachsen kann. Aber so schön wie dieses Chart aussieht, links der Engel, der die Wiederauferstehenden ins himmlische Reich führt und rechts die Vertreibung in den Abgrund, in die Hölle. So leicht ist es bei diesem Thema nicht. Vor allem habe ich mich bemüht zu recherchieren und auch anhand astrologischer Konstellation, warum nach dem Zweiten Weltkrieg so viel unter den Teppich fiel, warum es so schwer war, das alles aufzuklären und warum wir eigentlich heute immer noch damit zu tun haben und ich glaube als Deutsche auch immer damit zu tun haben werden, weil es unfassbar ist, immer noch zu verstehen, warum das alles geschehen konnte. Und unser erstes Horoskop wird das von Adolf Eichmann sein. Ich habe den meisten von euch, die sich frühzeitig angemeldet haben, ja schon die beiden Horoskope geschickt und ich weiß nicht, ob ihr schon eine Tendenz hattet, wer Eichmann ist und wer Simon Wiesenthal ist. Wir fangen auf jeden Fall mit dem Horoskop von Adolf Eichmann an. Ich habe ihn jetzt genannt, der Logistiker der Endlösung oder die Banalität des Bösen. Als ihm 1961, 62 in Israel der Prozess gemacht wurde und die Öffentlichkeit weltweit ein riesengroßes Interesse an diesem Prozess nahm und dann auch Bilder und Filmmitschnitte an die Öffentlichkeit gelangte. Da war eigentlich die einhellige Meinung, was für ein banaler Mensch, was für eine Beamtenseele, für einen Menschen, der so Grauenhaftes getan hat, hätte man doch erwartet, dass man eine Bestie sieht, dass man irgendetwas Teuflisches an diesem Menschen sehen könnte, aber das war nicht der Fall. Gut. So. Ich weiß nicht, inwieweit ihr mit diesem Protagonisten vertraut seid. Insofern möchte ich euch ein paar Randdaten vorausschicken. Adolf Eichmann wird geboren am 19.03.1908 in Solingen. Die Familie zieht schon ganz früh nach Linz, nach Österreich, wo der Vater bei der Elektrizitäts- und Straßenbahngesellschaft Arbeit findet. Adolf Eichmann hat mehrere Geschwister
Und im Alter von 8 Jahren verliert er seine Mutter, was ihn sehr stark trifft. Und der Vater heiratet aufs Neue. Und mit dieser Stiefmutter versteht er sich nicht besonders und die anderen Kinder auch nicht. Er ist ein eher einsames, zurückgezogenes, schüchternes Kind, ein Außenseiter und wird als Kind und Jugendlicher gehänselt als kleiner Jude. In der Mitte haben wir ein Bild von ihm als junger Mann und die Judenhetze gab es natürlich schon um die Jahrhundertwende, gerade auch in Österreich-Ungarn. Und dieses Gefühl des Ausgegrenztseins aufgrund der Art und Weise, wie er aussieht, das trägt dieser Mensch früh in sich. Wir werden gleich astrologische Konstellationen dafür festmachen können. In der Schule tut er sich auch sehr schwer. Er hat keinen richtigen Schulabschluss, schlägt sich als Mechaniker durch, als Verkäufer und Vertreter. Und im Alter von 19 Jahren schließt er sich der Frontkämpfervereinigung Deutsch-Österreich an. 1932 geht er in die NSDAP und lässt sich dann 14 Monate bei der SS ausbilden. 1934 geht er nach Berlin zum Sicherheitsdienst der SS und bis 1935 legt er eine stattliche Karriere hin. Er leitet die Abteilung Juden, wo es darum geht, die Juden aussiedeln zu lassen. Das wird vorher noch, also das wird zu dieser Zeit der Nürnberger Rassegesetze 1935, das kennen wir alle aus der Schule, noch relativ harmlos genannt. Natürlich geht es aber um Vertreibung und erstmal darum, die Juden in Ghettos anzusiedeln. 1938 wird Österreich an das Deutsche Reich angeschlossen und man schickt, also die NSDAP schickt Eichmann nach Wien und dort leitet er die Zentralstelle für jüdische Auswanderung. Er beschäftigt sich damit, systematisch alle Juden aktenkundlich zu machen, ihnen ihre Wertgegenstände alles wegzunehmen und sie in Ghettos anzusiedeln. 1938, also im selben Jahr, wird er auch noch nach Prag geschickt. Dort macht er dasselbe, 1939 nach Berlin. Und in diesen Jahren wird einfach klar, worin sein, in Anführungsstrichen, Talent liegt. Er ist ein sehr, sehr guter Organisator, bienenfleißig und sehr akribisch genau. Ab 1941 gibt es ein Auswanderungsverbot für Juden und nach der Enteignung und der Ansiedlung in Ghettos beginnt die Deportation und die systematische Ermordung von 6 Millionen Juden in den Konzentrationslagern. Es ist vor allem Eichmann, der die Koordination sämtlicher Transporte für die Endlösung in die weit verzweigten Konzentrationslager organisiert. Er hat alle größeren Vernichtungslager besucht und war bei vielen Massenerschießungen zugegen. Hier möchte ich jetzt mal Schluss machen, weil wir nach 1945 weitermachen und mir erstmal mit euch das, was uns astrologisch zur Verfügung steht, unter die Lupe nehmen. Zuerst fällt uns vielleicht auf, dass es einen Mangel an fixer Qualität gibt, bei einer Überbetonung von kardinal und veränderlich. Das heißt, wir haben es mit einem Individuum zu tun, was auf der einen Seite sich sehr gut anpassen kann und auf der anderen Seite sehr aktiv ist, ohne dass es vielleicht zur Festigung seines Charakters beiträgt oder zu etwas führt, was Prozesse reifen und sacken lassen kann. Es ist eher ein sehr umtriebiger Mensch und wir sehen, dass die Sonne in den Fischen steht im 6. Haus. Das ist vielleicht sowas wie der erste Schock, denn wenn wir an das Zeichen Fische denken, dann denken wir doch vielleicht eher an Opfer, aber nicht an Täter. Es ist bei Konstellationen in den Fischen aber auch manchmal so, dass sie sich verstecken hinter anderen Konstellationen und der Deutung sich etwas entziehen. Wenn wir uns ansehen, wo
der Herrscher von 6 landet, denn die Sonne ist ja in 6. Sieht man, ob ich hier den Pointer kriege. Ja, hier ist der Pointer, also die Sonne ist hier. Und der Herrscher von 6 ist der Neptun und der steht auf dem MC. Das ist eine typische Dienstleisterkonstellation. Man stellt sich quasi einer höheren Macht zur Verfügung, um selber eine höhere soziale Stellung zu erlangen. Wir sehen, dass die Sonne ein Sextil von Jupiter und ein Sextil vom Mond empfängt. Das Sextil von Jupiter kommt aus dem 9. Haus, wo der Jupiter ja auch noch erhöht steht. Also ich ziehe den hier rüber, der guckt ganz klar schon ins 9. Haus. Und das ist ein sogenanntes kleines Talent-Dreieck, was ihr ja auch kennt. Die Sonne wiederum kommt aus dem 11. Haus. Das 11. Haus ist ja das Haus der Gleichgesinnten, der sozialen Gruppen. Und so kann man auch sagen, dass das Motiv, das unbewusste Motiv der Sonne, die im 6. Haus sich auslebt, ist, Mitglied einer Gruppe zu sein. Natürlich der Gruppe der auserwählten Arier, der Parteimitglieder und der Gruppe, die quasi dazugehören, um die Schwarte wettzumachen, die er als Kind erlitten hatte, als Kind Ausgeschlossener, als Erwachsener quasi Mittäter und die anderen sind ausgeschlossen. Der Mond im Steinbock im Quadrat zu Mars deutet auf Konflikte mit der Mutter in der Kindheit. Natürlich der Mond im Steinbock auf eine harte Kindheit und die Stiefmutter sehen wir hier quasi ganz deutlich. Ganz interessant, uns wird gleich dieses T-Quadrat noch zu beschäftigen haben. Also wir haben hier leider kein richtiges großes Kreuz, weil natürlich die Venus eine Konjunktion zum DC hat und nicht eine Opposition zum AC. Sonst hätten wir hier noch eine schöne Opposition in der Mitte. Und dann hätten wir ein großes Kreuz im kardinalen Zeichen. Aber es ist auch so schon Spannung genug. Und es schreit förmlich nach einem gewissen Übereifer, etwas zu tun. Die Opposition zwischen Neptun und Uranus ist natürlich eine Generationsopposition und hat damit zu tun, dass man sich berauscht, Neptun am MC, an einem Ideal, an dem Ideal der eigenen sozialen Stellung, an dem Ideal einer Staatsmacht, an dem Ideal einer Autorität, im Widerspruch zu einer Ideologie. Wenn es eine Opposition ist, dann hat es natürlich immer etwas Unausgewogenes. Es geht auch um so etwas wie um eine Auflösung, Neptun, von individuellen Begrenzungen, was der Uranus, jetzt fiel mir doch glatt der Begriff für Uranus nicht ein. Man kann auch diese Opposition überdrehte Inspiration nennen. Es hat auf jeden Fall etwas sehr, sehr, sehr Überspanntes. Und so ein Uranus, der so in die Zange genommen wird durch die Venus, durch den Aszendenten, beziehungsweise der Uranus greift den Aszendenten an, eine Achse bleibt ja immer passiv, aber der Neptun tut sein Übriges. Und auf verschiedenen Ebenen kann man sagen, es steht für eine Kindheit mit Umbrüchen, es steht für viele, viele Umzüge im Laufe des Lebens. Auf psychoanalytischer Ebene würde man aber auch sagen, es geht um ein distanziertes Verhältnis zu eigenen seelischen Vorgängen, was das 4. Haus ja auch anzeigt. Man könnte auch sagen, es wird etwas abgespalten. Uranus ist ja ein sehr distanzierter Planet. Und später ist auch das Grauenhafteste, was man sich an diesen Menschen vorstellen kann, dass er keinerlei Reue zeigen wird. Also er hat wirklich eine maximale Distanz zu seinen eigenen seelischen Motivationen, was dem Mond in Steinbock auch entspricht, dieses so sich zusammenreißen, keine Schwäche zeigen und nicht bedürftig und weich sein. Eine andere sehr interessante Stellung in diesem Horoskop ist natürlich der Mars im 8. Haus. Er kommt aus
dem siebten Haus und er kommt als alter Herrscher auch aus dem zweiten Haus. Und das würde ich so deuten, es gibt, denn das achte Haus hat ja auch mit den Werten der anderen zu tun, und es gibt hier dieses Moment, dass das, was den anderen gehört, das erkämpfe ich mir. Also das, was den Juden gehört, das bekommt die NSDAP, das bekomme ich und dafür kämpfe ich. Und dies ist ein emotionales Bedürfnis, was die Spannung zum Mond anzeigt. Selbstverständlich kann man hier auch nach der klassischen Astrologie von dunklen Machenschaften, von verborgenen Machenschaften sprechen, aber weil der Herrscher auch als alter Herrscher des Skorpions aus 2 kommt, könnte man auch sagen, die eigenen Werte richten sich nach dem Wertsystem der anderen. Das heißt, auf der einen Seite nach dem Wertsystem der Partei, wir werden uns gleich das Horoskop der NSDAP angucken, und dem Wertsystem der Opfer, dem das Ganze, also ihr ganzer Besitz weggenommen wird, enteignet. Der Pluto kommt auch aus dem zweiten Haus als neuer Herrscher, wenn man so will. Und hier gibt es eine starke idealistische Komponente, die etwas Besessenes hat. Und natürlich, wie viele verblendete Funktionäre des NS-Regimes, gibt es bis zum Schluss die Überzeugung, nichts falsch gemacht zu haben, sondern zu Recht gehandelt zu haben. Und der Pluto, der ein Sextil zum Merkur hat, zeigt dies ganz, ganz stark an. Was uns jetzt interessieren muss, ist die Venus, die direkt auf dem Deszendenten steht. Adolf Eichmann hatte viele Liebschaften und Adolf Eichmann hatte einen besonderen Hunger nach sozialer Anerkennung, die sich natürlich speist aus der kargen Kindheit. Das zeigt die Venus an, aber auch der Merkur. Der Merkur in 7 wird ihn später bei den Verhören in Israel auch noch das Genick brechen. Er hat sich nämlich sehr gerne mit seinem Verhörer unterhalten und einfach alles ausgeplaudert. Das zeigt der Merkur in 7 an. Man ist einfach sehr auf kommunikativen Austausch bedacht. Wenn wir uns den Chiron ansehen, Chiron im Wassermann zeigt in der Regel eine Wunde an, die sich daraus speist, dass man ein Außenseiter war und einer Gruppe angehört, die außen steht. Ja, das kann man sich hier sehr schön vorstellen. Gut. Ich gucke mal eben, ob es schon Fragen gibt. Okay, wunderbar. Das ist wieder groß. So. Gut, jetzt habe ich Folgendes gemacht. Ich weiß, viele von euch haben vielleicht sich noch nicht so viel mit mundanen Astrologie beschäftigt, wo es um gesellschaftliche Entwicklung geht, aber auch um die Horoskope von Organisationen, von Parteien, aber auch von Ländern, Nationen. Und ich habe mir gedacht, es macht Sinn, dass wir uns das Horoskop der Nationalsozialistischen Partei Deutschlands ansehen. Und hier fällt uns Folgendes sofort auf. Im sechsten Haus, wo es darum geht, wie diese Partei, Entschuldigung, jetzt bin ich hin und her geschubst, hier bin ich. Entschuldigung, was ist hier? Kann ich hier nicht bleiben? So, ich bewege mich jetzt einfach nicht mehr. Also wir haben hier eine Sonne-Uranus-Konjunktion im sechsten Haus, also im Haus des Alltags, der Organisation, bei einem gleichzeitigen Jungfrau-Aszendent. Jungfrau-Aszendent findet man zum Beispiel auch interessanterweise beim Horoskop der Sowjetunion. Es hat also etwas mit den Arbeitenden zu tun, mit den arbeitenden Mitgliedern der Bevölkerung. Und die Opposition zum Saturn kann man so deuten, dass es eine Abwehr gibt, einen Kampf
gegen etwas, was nicht ganz greifbar ist. Und die Nationalsozialisten haben schon früh in den 20er Jahren, in diesen sehr chaotischen und armen 20er Jahren, in der Weimarer Republik gab es ja auch ein Chaos an Parteien. Dann gab es die Inflation. Und das waren sehr chaotische Zeiten. Und die NSDAP hat sehr klug, sehr früh schon begriffen, diese Ängste zu schüren. Mit einem rückläufigen Saturn in Jungfrau im 12. Haus hat es viel mit Ängsten zu tun, und zwar Angst vor den bösen Kapitalisten aus Amerika, Angst vor den Kommunisten aus der Sowjetunion und überall auf der ganzen Welt, den Roten sozusagen, aber auch vor vor allen jüdischen Umtrieben, denn die Nationalsozialisten haben die Bevölkerung glauben lassen, dass es eine Verschwörung gab, also merkwürdigerweise zwischen den Juden, den Kommunisten und den Kapitalisten, und es ging darum, das deutsche Volk auszubluten. Und das haben die Nationalsozialisten hervorragend verstanden. Und wir sehen, der Chiron ist in 7. Im Quadraturaspekt zum Pluto in 10. Pluto in 10 findet man natürlich bei autoritären Strukturen, könnt ihr euch sehr gut vorstellen. Das heißt, es geht also darum, den Kampf dem Chiron anzusagen. Der Chiron in diesem Fall die Verletzung im Außen sehen. Die anderen sind verletzt, nicht die Organisation sozusagen, wenn man will. Der Mars im 2. Haus, also der Kampf um die eigenen Werte im Skorpion, besonders Gewalt. Und ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, wir sehen hier eine Drachenfigur. Eine Drachenfigur hat ja, wir sehen sogar zwei Drachenfiguren, sehe ich gerade. Wie schön, manchmal sieht man sich ein Horoskop an und nachher kommen dann noch andere Aspekte dazu. Also den einen Drachen, den ich sehe, der fliegt zum Mond nach 8 und der andere Drache fliegt zum Saturn nach 12. Das heißt, er fliegt in Wasserhäuser und der Mond in 8 hat natürlich auch wieder viel mit Ängsten zu tun, viel mit Tabus, und damit wird gespielt. Damit wird ganz klar gespielt. Das große Trigon im Wasserzeichen hat mit Massenphänomenen zu tun, mit emotionalen Massenphänomenen. Es hat etwas mit dem kollektiven Unterbewusstsein zu tun. Und wenn wir uns dann noch angucken, es gibt diese verschwimmelte, rückläufige Konjunktion aus Jupiter und Neptun im 11. Haus, im 11. Haus der gesellschaftlichen Gruppen, der Gleichgesinnten. Und da ist hier eine Menge Idealismus und Überformung im Spiel. Und natürlich auch der Kampf, angezeigt mit dem Mars, hat hier eine überspannte Note, eine Menge Überspannung, viele Quadrate, viele Oppositionen bei gleichzeitig vielen Trigonen. Und das macht den Erfolg dieser Partei aus, fatalerweise. Denn in diesen chaotischen Zeiten eine Partei mit einer klaren Richtung, mit einem klaren Sendungsbewusstsein, der Merkur auf dem Deszendenten. Das 7. Haus ist übrigens die Außenwirkung und das, die Wirkung auf das Volk hier, hat etwas Massenhypnotisches. Auch das heißt nämlich Fische. Fische kann etwas Hypnotisches haben. So. Jetzt kann man Folgendes machen. Man kann die Horoskope eines Einzelnen, in diesem Fall von Adolf Eichmann, mit dem Horoskop einer Organisation, in diesem Fall der NSDAP, kombinieren. Ich habe hier mich für das Komposit entschlossen. Ich kann euch sagen, ich arbeite mit Kompositen, ich arbeite aber auch mit Kombinen. Ich kann mit beiden gut arbeiten und würde euch insofern auch ermutigen, beide auszuprobieren. Wenn man hier so etwas hat, das ist wunderbar zu deuten. Wir sehen eine Sonne-Mond-Konjunktion, und zwar gradgenau und ansonsten ohne Aspekte im 6. Haus der Dienstleistung. Das heißt, es gibt eine
maximale Identifikation mit der Sache. Chiron und Venus werden auch gleich mitgetragen in Quadratur zum Saturn. Saturn hat natürlich etwas mit Ängsten und mit Hemmungen zu tun, die werden hier schön kompensiert. Der Pluto steht direkt auf dem MC, das heißt, es hat eine sehr autoritätsgläubige, eine sehr besessene, eine sehr totalitäre Note. Und hier taucht auch wieder dieses Mars-Uranus-Moment an im Wassermann. Und wir haben hier wieder einen Jungfrau-Aszendent und einen SS-Sturmbannführer wird hier zitiert bei Wikipedia. Eichmann hatte Minderwertigkeitskomplexe. Er wollte unbedingt zeigen, ich bin kein Akademiker. Das war ja unter den Nationalsozialisten verpönt. Übrigens wie später auch in der DDR interessanterweise. Aber ich kann das auch. Ich werde euch das beweisen. Und das verfolgte ihn sein ganzes Leben. Er hatte nicht einmal einen Schulabschluss und das hat ihn furchtbar getroffen. Hinzu kamen noch bösartige Bemerkungen seiner Kameraden wegen seines jüdischen Aussehens. Sie haben ihn Sigi Eichmann genannt und das hat ihn mächtig gekränkt. Ja, wenn man sich das ansieht, dann wundert einen nicht, dass er unbedingt in diese Partei eintreten musste und warum er dort so eingerastet ist, warum sein psychischer Hunger nach eine Aufgabe danach dazu zu gehören, hier so eingerastet ist. Das nächste Horoskop, was auch wieder eine Drachenfigur hat, der Pluto ist diesmal aber nicht auf 10, sondern auf 4, ist das Horoskop des Dritten Reiches, 30. Januar 1933, um 11.16 Uhr in Berlin. Und dieses Horoskop ist auch sehr dankbar zu deuten. Wir haben den Chiron auf dem Stier-Aszendenten. Und das Moment des verletzten Volks und Landkörpers, angezeigt durch den Stier. Der erste Haus und der Aszendent ist immer das Thema dieser Gründung, dieses Staates, was dieses Volk nach außen auch anzeigt und was das Thema ist. Und hier geht es natürlich um die Wunde aus dem verlorenen Ersten Weltkrieg, aus dem Versailler Vertrag, wo das Deutsche Reich mit vielen Reparationszahlungen und diversen Gebiets, ne, Gebiet hat ja mit Stier zu tun, Gebietsverlusten sich abfinden musste, was die Stimmung im deutschen Volk in den 20er Jahren untergründlich immer wieder aufgepeitscht hat und die Nazis haben das bedient. Das heißt, es geht darum, bei Chiron finden wir auch immer dieses Moment der Wut, so etwas wie ein Beißen, wie ein ich stelle mir das immer so vor, wie ein Tier, das angeschossen ist und dann anfängt zu beißen. Und wir haben hier sozusagen einen verletzten Aszendenten, der die Schwarte wieder wegmachen will. Das IC oder das vierte Haus ist das Volk, ist die Seele des Volkes. Und hier haben wir einen Pluto. Der Pluto kommt auch noch aus dem siebten Haus. Das heißt, hier haben wir auch nochmal das Moment, dass über die Begegnung mit anderen Völkern es darum geht, sich Gebiete und Menschen anzueignen. Der Herrscher von sieben, der Pluto steht in vier. Es hat hier diese besessene Komponente durch den Pluto und der Drachen fliegt ja auch ins vierte Haus. Das heißt, es geht tatsächlich darum, wie Hitler es wollte, Lebensgebiete für das deutsche Volk zu schaffen. Also ein Horoskop, das wirklich Bände spricht. Im zehnten Haus finden wir den Saturn. Der Herrscher von 10 ist also schon in 10 und auf der Sonne.
Die Sonne zeigt auch das an, womit sich ein Volk identifiziert. Und hier ist es natürlich, man identifiziert sich mit dem Führer. Sonne, Saturn ist der Führer. Wir haben ein interessantes zwölftes Haus. Was landet alles im zwölften Haus? Das zwölfte Haus in einer Nation sind zum Beispiel die Gefängnisse. Der Uranus. Der Uranus steht für Querdenker, für Revolutionäre, für Andersdenkende, für Andersgläubige. Die werden natürlich schön weggesperrt, ausgegrenzt. Und der Mond, das heißt das Volk, wird dann da auch eigentlich gleich mit weggesperrt. Das heißt, hier haben wir auch wieder das Moment der Angst vor dem Unbekannten. Das zwölfte Haus hat ja auch immer viel mit dem Moment des Unbekannten zu tun. Wir haben hier unten ein Konglomerat. Es ist der Mondknoten beteiligt. Insofern bin ich nicht geneigt, das ein Stellium zu nennen, aber ich würde sagen, es sind zwei Konjunktionen. Alles schön rückläufig. Jupiter und Mars können wir getrost ins sechste Haus ziehen. Das heißt, hier geht es wieder um den fleißigen Staat, der wachsen will. Das ist der Jupiter und der dafür kämpft. Das ist der Mars. Und diese ganzen Achsen aus Venus, aus Chiron, aus Jupiter, Mars blasen sozusagen den Pluto in den Drachen und ermöglichen es ihm zu wachsen und massenhypnotisch das Volk zu bedienen. Und in der Hochzeit des Nationalsozialismus Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre war die Stimmung im deutschen Volk ja auch de facto so, dass man völlig berauscht davon war, wie weit Hitler das deutsche Volk wieder dazu gebracht hat, stolz zu sein und die Schwarte aus dem verlorenen Ersten Weltkrieg wettzumachen. Wenn man sich alte Wochenschauen und alte Filme anguckt aus dieser Zeit, dann kann man noch sehen, wie dieser Funke auch noch nach so vielen Jahren ins Heute, ins Hier und Jetzt überspringt. Ja, ein heftiges Horoskop, wie ich finde, aber sehr anschaulich. So, jetzt springen wir vom Täter zum Verfolger, zu Simon Wiesenthal, zum Nazijäger, oder sein Motto war der Kampf gegen die Gleichgültigkeit. Jetzt muss ich mal in meine Notizen stöbern. Also, hier ist das Horoskop von Simon Wiesenthal. Simon Wiesenthal ist im gleichen Jahr geboren wie Adolf Eichmann im Jahr 1908, am 31.12. um 23.30 Uhr in Butschatsch in der Ukraine, die 1908 noch zum Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn gehört hat. Der Vater ist Zucker, Großhändler und fällt im Ersten Weltkrieg. Butschatsch fällt 1918 an Polen. Also nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg, den ja nicht nur das Deutsche Reich, sondern auch Österreich-Ungarn verloren hat, nur mit dem Unterschied, dass Österreich-Ungarn auf einen winzigen Rumpf zurechtgeschnippelt wurde. Das war vorher wirklich ein riesengroßes Reich mit vielen, vielen Völkern. Und 1918 gab es nur noch dieses relativ kleine Land Österreich. Und genau, das heißt, wenn man sich überlegt, Hitler kommt ja auch aus Österreich, ist ein Österreicher, die Verwundung war für Österreich als Staat noch viel, viel schlimmer als für das Deutsche Reich. Er studiert Architektur in Prag. Er heiratet 1936 eine Verwandte Sigmund Freuds und bei Simon Wiesenthal ist es so, dass man sagen muss, dort, wo er herkommt, war der Brennpunkt für die Auseinandersetzung in den 30er und 40er Jahren noch viel, viel krasser. Denn nicht nur die Nazis waren Judenhasser, sondern natürlich auch die Russen. Und 1939 fällt Ostpolen an die Sowjetunion.
der Stiefvater von Simon Wiesenthal wird enteignet, wird ins Gefängnis gesteckt und stirbt daran, an den Folgen dieser Haft. Und 1941 überfallen die Deutschen die Sowjetunion. Und in Lemberg, wo Simon Wiesenthal zu dieser Zeit lebt, versammeln die Wehrmachtssoldaten alle Männer auf dem Marktplatz, lassen sie neben hölzernen Kisten in Form eines Sarges Stellung nehmen und erschießen diese. 10 bis 20 Männer vor Simon Wiesenthal wird gestoppt. Es ist Zeit zum Mittagessen und der Blutrausch hat ein Ende. Und für Simon Wiesenthal fängt ein 4-jähriges Martyrium an. Wie viele andere Juden wird er in Konzentrationslager gesteckt. Und zwar in 5 insgesamt an der Zahl, das bekannteste Buchenwald. Wenn wir uns ansehen, gerade vielleicht auch im Vergleich zu dem Horoskop, was wir uns vorher angesehen haben, dann sind natürlich die Achsen fast gerade genau. Also wir haben hier auch wieder einen, Waage-Aszendenten und wir haben diesen Generationsaspekt mit Neptun und Uranus, haben wir in Opposition auf der Achse ICMC. Nur mit dem riesengroßen Unterschied, dass Simon Wiesenthal mit Sonne und Merkur in Konjunktion an diesem Aspekt beteiligt ist. Und das ist halt ein Hinweis darauf, dass die Themen seiner Generation an seiner Person selber sich viel, viel stärker manifestieren. Wir sehen auch hier das Moment des, der Umbrüche in der Kindheit, der Umzüge im Laufe seines Lebens, aber weil Sonne und Merkur mit dem Uranus im Steinbock in einer großen Konjunktion zusammenstehen und auch hier die Empfänger vieler, vieler Aspekte sind, würde ich das psychologisch so deuten, dass er den Rest seines Lebens versucht hat zu verstehen, Uranus, indem man auf Distanz geht und wirklich gesellschaftlich zu verstehen versucht, was das Schicksal seines Volkes, das vierte Haus steht auch für das Volk, wo man herkommt, die Wurzeln, ausgemacht hat. Und Simon Wiesenthal wurde von anderen Nazi-Rächer genannt, aber er selber hat sich nicht so gesehen. Er hat sich so gesehen als Rechercheur und als Diener der Gerechtigkeit und als Kämpfer gegen das Vergessen. Wir sehen hier durch diese Sonne Merkur-Uranus-Ballung mit Trigon zum Jupiter in der Jungfrau eine Begabung, ins Detail gehen zu können und Fakten zu schaffen. Simon Wiesenthal war ein begnadeter Rechercheur, wie ich schon gesagt habe. Er hat Verborgenes aufgedeckt und hat Karteien angelegt später in seinem Leben. Ich komme zu den Biografien der beiden Protagonisten nach 1945 später, aber hier schon mal vorausgeschickt, was das Thema dieses Horoskops sozusagen ist. Durch die viele Erde in diesem Horoskop gibt es ein Talent dafür, Fakten zu schaffen, etwas Bleibendes zu schaffen. Und der verletzte Uranus im Wassermann, das natürlich auch anzeigt, dass man einer gesellschaftlichen Gruppe angehört, die ausgeschlossen wird, dagegen wird angekämpft. Das ist der Mars im Skorpion, im zweiten Haus. Und der Pluto in 9, das ist genauso wie bei Adolf Eichmann, nur dass es bei ihm noch enger an den Chiron geknüpft ist. Lass das Horoskop noch ein bisschen sacken.
Hier ist zum Beispiel auch wichtig, dass man den Mond auf jeden Fall, er kommt nämlich aus 10. Man könnte es so deuten, dass die Berufung 10. Haus ist, Geheimnisse, Haus 8, aufzudecken und das aus einem emotionalen, tiefen, seelischen Bedürfnis heraus. Es gibt auch hier wieder den Kampf um die Werte mit dem Herrscher von 2 in 9 und wir haben hier wieder eine Betonung des kardinalen Kreuzes. Jetzt betreten wir das Schicksalsjahr 1945 und das Blatt wendet sich. Aus dem Täter wird ein Flüchtiger und aus dem Opfer wird ein Verfolger. Das ist das Solar von Eichmann für 1945, erstellt für Berlin. Und wir sehen Folgendes. Die Achse Aszendent und Deszendent ist betont. Es geht darum, dass die Person Eichmann auf der einen Seite sichtbar ist, Sonne Aszendent, und gleichzeitig flüchten will. Das ist nämlich das sind die Fische. Der Mars ist in 12 und Neptun und Chiron bilden eine Konjunktion im 7. Haus. Der Mond geht eine Konjunktion mit Uranus ein, das heißt, es sind sehr unsichere Zeiten für ihn und es kommt wieder dieses Talent-Dreieck, was er ja sonst auch im 6. Haus hat, das wiederholt sich hier nur diesmal mit Pluto. Was wir heute gar nicht mehr verstehen können, ist, dass in Deutschland und Österreich nach 1945 durch das ganze Chaos viele Leute untertauchen konnten, viele Dokumente vernichtet wurden und viele Nazis sofort Seilschaften gebildet haben. Es gibt diesen wunderbaren Film Die Odessa-Akte, die beweist, wie eng vernetzt nach 1945 weltweit die Nazis waren und wie leicht es eigentlich war, als Nazi nach 1945 zu fliehen. Eichmann ist zuerst festgenommen worden von den Amerikanern. Er hatte aber keine Papiere mehr und hat einen falschen Namen angegeben. Er hat natürlich nicht gesagt, dass er Eichmann ist. Und andere Kameraden haben ihn gedeckt. Dann konnte er aus dem Lager fliehen, ist in Hamburg untergetaucht. Und überall ist er auf Helfer getroffen. Er hat sich dann in der Lüneburger Heide versteckt, hat da ein Bauernhof mit Geflügel bewirtschaftet und hat davon gelebt und hat in den nächsten 5 Jahren, also von 1945 bis 1950, wie eine Spinne im Netz Beziehungen aufgenommen, interessanterweise auch zur katholischen Kirche, zu den Franziskanern, denn die katholische Kirche hat, das ist erst sehr viel später herausgekommen, den Nazis im Nachhinein zu danken dafür, dass sie relativ ungeschoren davon kamen während der Diktatur, vielen, vielen Nazis die Flucht nach Südamerika ermöglicht, indem sie ihnen Obdach in den Klöstern gewährt hat und ihnen falsche Papiere ausgehändigt hat. Ja, das ist ein sehr spannendes Solar. 1950 gelingt ihm die Flucht. Er nimmt einen anderen Namen an. Und wir sehen hier durch den Uranus auf dem IC das Moment des plötzlichen Umzuges, des plötzlichen Umbruches. Und wir haben hier wieder so ein großes Kreuz im kardinalen Zeichen. Der Saturn steht in 6. Die Bedingungen, die er in Argentinien vorfinden wird, sind alles andere als glamourös. Er wird dann mit sehr wenig Geld auskommen müssen.
Und das Interessante an diesem Land Argentinien nach dem Zweiten Weltkrieg ist, dass da viele Unterschied fanden, nicht nur ehemalige Nazis, sondern auch ehemalige KZ-Inhaftierte, und dass ehemalige Täter und ehemalige Opfer in diesem Land Argentinien eng aufeinander leben mussten. Eine Brutstätte der Unzufriedenheit und des Chaos, wenn man so will, aber auch ein wunderbares Land, damit man unterschlüpfen kann, Unterschlupf suchen kann. Der Chiron ist im 9. Haus und der Herrscher von 9 ist in 5 in Opposition zur Venus. Er lässt die Familie nachholen. Er hat übrigens 3 Kinder und in Argentinien bekommt er nochmal 2 Kinder. Und im Jahr 1950 haben sich dann wirklich alle Spuren von Eichmann verloren, der auch seinen Namen wechselt. So, jetzt gucken wir uns an, was bei Simon Wiesenthal passiert. Am 5.5. wird das Konzentrationslager befreit. Wir haben den Uranus in Konjunktion zu seinem Geburtsherrscher Venus, also die plötzliche Befreiung. Der Mars löst den Saturn aus. Der Jupiter geht auf seine Geburtsstellung zurück und der Neptun wird auch durch den Pluto ausgelöst, genauso wie die Lilith den Chiron auslöst. Und vor allem haben wir hier diese karmische Komponente, dass die Mondknotenachse sich auf der ICMC-Achse niederlässt. Ein sehr, sehr starkes Indiz für eine schicksalhafte Wende. Der Saturn wird die nächsten Jahre durch das 10. Haus gehen. Und eines der ersten Amtshandlungen von Simon Wiesenthal ist, dass er den Amerikanern eine Liste mit 91 Nazi-Verbrechern übergibt und die Amerikaner ihn schon im Juli beauftragen, wenn der Saturn auf seinem MC landet, wird er beauftragt werden, unter anderem Adolf Eichmann zu suchen. In den folgenden Jahren wird Simon Wiesenthal, der Ende des Jahres auch mit seiner Frau wieder zusammenkommt und 1946 seine einzige Tochter bekommt, in diese sehr komplizierte Nachkriegszeit, wo eben seine Steinbock-Qualitäten, sein Mars im Skorpion und sein Jupiter in der Jungfrau sehr zugutekommen. Ein eifriger Sammler von allen möglichen Karteien. Es geht darum, Orte, Machenschaften, Personen zu sammeln, auch für die Nürnberger Prozesse, die 1948 stattfinden. Und das Jahr 1948 ist natürlich in vielerlei Hinsicht ein Schicksalsjahr. Ich werde euch gleich nochmal das Horoskop der Gründung des Staates Israels zeigen. Aber Ende der 40er Jahre fängt ja auch der Kalte Krieg an. Das heißt, die Sowjetunion und die Satellitenstaaten, die dazugehören, auf der einen und die USA auf der anderen Seite und der Eiserne Vorhang, machen es in den Nachkriegsjahren sehr, sehr schwer, an Informationen zu gelangen. Und vor allem, es ist ein völliges Chaos, wer mit wem, wer gegen wen. Es ist zum Beispiel auch viel später erst aufgedeckt worden, dass ehemalige Nazis durch das Zuarbeiten in die Hände der Amerikaner durch den Verrat an Kommunisten einen Persilschein sich erarbeiten konnten und entnazifiziert wurden. Und natürlich, das wissen wir alle, die 50er Jahre vor allem geprägt dadurch waren, dass man das alles ganz, ganz schnell vergessen wollte und alles möglichst schnell unter den Teppich gekehrt werden sollte. Und Simon Wiesenthal hatte eine schwere Zeit und immer wieder traf er vor
fast unüberwindliche Schwierigkeiten, gerade in Ländern, in denen die KZs vorher waren, also zum Beispiel in Polen. Man kam an die Akten nicht mehr ran. Man kam an die Akten nicht mehr ran. Ganz schwierig. So. Jetzt gucken wir uns das Horoskop des Staates Israel an. Gegründet 1948. Und wir sehen hier viele, viele, viele Spannungen. Vor allem sehen wir als Grundmotiv eine Sonne-Chiron-Opposition. Und natürlich das Land, wo nach vielen, vielen hundert Jahren das Volk Israel sozusagen endlich zur Ruhe kommen wollte, aber nicht zur Ruhe gekommen ist. Es ist das achte Haus, das Haus der Krisen, und es ist ja eigentlich ein anderes Land gewesen, das Land Palästina. Und diese Abwehr gegen die eigene Verletzung, gegen diese tiefe, tiefe Verletzung im ersten Haus, angezeigt durch das Zeichen Skorpion, in der Quadratur gegen Saturn und Pluto, zeigt die heftigen Machtkämpfe an und gleichzeitig aber auch den Willen zum Vermitteln durch den Waage-Aszendent, durch den Jupiter in 3, immer wieder verhandeln, immer wieder auf andere zugehen müssen, um Friedensverhandlungen auszuhandeln. Die Deutschen unter Adenauer haben versucht, weil die Amerikaner nicht direkt den Staat Israel unterstützen konnten, also quasi für die Amerikaner den Israeliten Waffen zukommen zu lassen, damit die sich verteidigen konnten, und um so alles wieder so ein bisschen gut zu machen, aber alles sehr unter vorgehaltener Hand. Eins der wichtigsten Ziele der Gründung des Staates Israel war, so viel wie möglich aus der Zeit der Judenvernichtung aufzudecken, Gerechtigkeit und Rache zu fordern. Das hat auch wieder mit dieser Pluto-Saturn-Konjunktion zu tun, die hier eng angebunden ist. Und der Herrscher von 10 auch noch in 10, also tatsächlich, dass der Staatskörper die erste Zeit angezeigt durch den Politiker Ben-Gurion. Das könnt ihr gerne mal auf Wikipedia nachschlagen, für diejenigen, die es interessiert, eine Vaterfigur. Der Freiheitskampf geht weiter. Das ist die Jupiter-Uranus-Opposition. Und wir sehen hier ganz klar ein sehr spannungsgeladenes Horoskop mit einer sehr zähen Energiereserve, wenn es ums Kämpfen geht, denn der Mars hat ein Trigon zum Jupiter. Und natürlich der Jupiter in 3 zeigt auch an, dass es darum geht, zu reden, auszutauschen, sich zu verknüpfen. Es geht nicht um Schweigen, sondern der Jupiter, der auch noch in seinem eigenen Zeichen im Schützen steht, will natürlich Gerechtigkeit. Also ein ganz, ganz starkes Indiz für die Gerechtigkeit. Wenn wir uns jetzt angucken, das Horoskop von Wiesenthal mit dem Staat Israel zusammen, dann sehen wir hier wieder das plutonische Element. Sonne, Trigon, Pluto auf dem MC. Es geht um einen Machtkampf. Es geht um die Deutungshoheit. Es geht darum, nicht aufzugeben. Und es geht darum, allen Kräften zu trotzen. Auf Mars in Waageart, in 12. Also natürlich auch immer durch viele Intrigen, durch viel Arbeit zwischen den, also hinter den Kulissen, durch den Geheimdienst, der Mossad, der israelitische Geheimdienst wird gleich noch ins Spiel kommen, wenn es darum geht, Eichmann aufzuspüren. Und die Mond im 9 als Spitze eines, also als Brennpunkt eines T-Quadrates, zeigt ganz klar an,
es ist ein emotionales Bedürfnis, in die Welt hinauszugehen, ins neunte Haus, um sich emotional zu rechtfertigen, angezeigt durch den Mars, aber immer wieder durch Bedrohung aus dem Hinterhalt daran gehindert zu werden. Also, und der Chiron ist in 3 im Steinbock. Das heißt, hier geht es auch wieder um die Informationen. Die Informationen der Verletzung. Das ist ja ein starkes Symbol für die Karteien aus Opfern und Tätern und um das Vernetzen. Simon Wiesenthal war sehr gut weltweit vernetzt. So. Wie geht es weiter? In den 50er Jahren, Anfang der 50er Jahren, wird durch die Tochter eines ehemaligen jüdischen KZ-Häftlings in Buenos Aires, die mit dem Sohn von Adolf Eichmann zur Schule geht, auf diesen Namen aufmerksam, denn der Sohn sagt leichtfertigerweise nicht den angenommenen Namen, sondern den echten Namen und lässt auch verlauten, dass, ja, wenn man die Juden alle vergast hätte und nicht nur 6 Millionen, dann wäre das jetzt alles erspart geblieben. Die Tochter plappert das zu Hause aus, der Vater wird hellhörig und meldet das. Er meldet es nach Deutschland. Und in Deutschland herrschte Anfang der 50er Jahre folgende Situation vor. Weil überall in den ganzen Führungsriegen noch Altnazis stecken, ist man überhaupt nicht daran interessiert, dass alles aufgedeckt wird. Deshalb wird das alles schön wieder verdeckt. Und die Aufdeckung, die schleppen sich noch viele Jahre hin. Und es gibt keine Fotos von Eichmann, bis man eine ehemalige Geliebte von Eichmann aufspürt, die in einem Fotoalbum noch ein Foto von ihm hat. Das Foto bringt Simon Wiesenthal nach Israel zum Geheimdienst und dann werden über viele Umwege, und es dauert noch 2 Jahre, weil keiner die Reise bezahlen will, werden Agenten nach Buenos Aires geschickt, die ihm auflauern und ihn fotografieren. Jetzt wird ein Plan geschmiedet, der Plan, ihn zu kidnappen und ihm der Justiz zuzuführen. Die Bundesrepublik Deutschland will aber nicht helfen und so bemüht sich Simon Wiesenthal in Israel Geldgeber zu finden, bis ein Kommando zusammengestellt wird, die ihm auf die Fersen kommen und folgenden Plan aushecken. Er fährt jeden Tag zur Arbeit und wieder zurück und steigt an der gleichen Bushaltestelle aus und von der Bushaltestelle zu seiner Behausung in einem sehr bescheidenen, fast Ghettoviertel in Buenos Aires gibt es viele Hecken und im Dunkeln wird ihm aufgelauert und er wird gekidnappt und in ein Versteck gebracht und er sagt dann seinen jüdischen Entführern, ich ergebe mich in mein Schicksal, ich wehre mich nicht. Jetzt fangen 10 Tage an, in denen die jüdischen Kidnapper mit dem Organisator der Endlösung, der viele, viele Verwandte dieser Menschen vergast hat, die müssen mit ihm 10 Tage in einem Versteck bleiben und dürfen ihm nichts tun. Die müssen ihn gut behandeln, damit er in Israel vor das Gericht gestellt werden kann. Eine schwere Herausforderung. Er wird dann nach Israel geflogen und dann beginnt der Prozess. Der Showdown, wie ich das hier gesagt habe. Folgendes. In der BRD zu dieser Zeit schlottern viele Ex-Nazis, was der Eichmann da alles ausplaudern wird. Und eins ist natürlich nach heutigen Gesichtspunkten ganz besonders schockierend, ist, dass die rechte Hand von Konrad Adenauer, muss man mal eben gucken, wie der heißt, Hans Globke, ein Mitverfasser der Nürnberger Rassegesetze war und Adenauer deshalb in
eine höchst prekäre Lage kommt. Auf der einen Seite will er nicht vor der Welt als der große Verhinderer dastehen. Auf der anderen Seite will er aber auch seinen besten Mitarbeiter schützen. Und so trifft er sich mit Ben-Gurion, dem Präsidenten Israels, und sagt ihm Hilfe zu, viele Waffen, viel Geld, unter der Bedingung, dass niemand aus der jetzigen Führungsriege in der Bundesrepublik Deutschland bei diesem Prozess belangt werden wird. Ein sehr, sehr schmutziges Geschäft. Aber weil es so schwer ist, an Akten zu kommen, bleibt Ben-Gurion nichts weiter übrig, als zuzustimmen. Und es gibt kaum Beweise für die langen, langen Listen der ganzen Vergasungen, für die sich Eichmann unter anderem verantwortlich zeigt. Und jetzt passiert Folgendes. Über viele Umwege wird aus Polen eine Liste aus einem KZ abgeschrieben, nach Israel geschickt. Und dann fragt man sich, wie kann man das beweisen? Und einer der Entführer krempelt seine Ärmel hoch, hat dann die KZ-Nummer und sagt, ich war in dem KZ und wenn ihr diese Nummer auf der Liste findet, dann kann ich aussagen, dass das stimmt. Und alle sind natürlich völlig perplex. Wir wussten nicht, dass du im KZ warst. Und er sagt, ja, damit geht man ja auch nicht hausieren. Somit ist ein erster Beweis gefunden. Und das Netz strickt sich immer, immer, immer enger. Und vor der Weltöffentlichkeit ein riesengroßes Spektakel. Eichmann wird beim Vernehmen hinter eine Glaswand gestellt, Plexiglas, also kugelsicheres Glas, weil man natürlich Angst hat, dass er erschossen wird, und zwar entweder von Juden aus Rache an den Gräueltaten, die er begangen hat, oder von Nazis, die davor Angst haben, dass er irgendetwas preisgibt. Ein langer, langer Prozess. Ironischerweise findet Eichmann mit seinem Verhörer, der psychologisch sehr geschickt vorgeht, so eine Art freundlichen Umgang. Also alle anderen sagen, warum behandelst du den so gut? Du sagst, Herr Eichmann, möchten Sie noch eine Zigarette haben? Aber der sagt, nein, 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 das hat schon seinen Grund. Ich lasse ihn einfach erzählen, er erzählt so gerne, und ich lasse ihn seine eigenen Stricke knüpfen sozusagen. Als dann irgendwann aus der Bundesrepublik Deutschland ein Verteidiger eingeflogen wird, ist er völlig entsetzt, dass Eichmann schon so viel ausgeplaudert hat und sagt, also ab jetzt verbiete ich Ihnen noch irgendetwas zu sagen. Sie reden sich da um Kopf und Kragen. Das Urteil wird dann nach einem halben Jahr gefunden, der Tod durch den Strick. Es dauert noch bis 1962, bis das Urteil vollzogen wird. Und mit dieser Handlung, es ist übrigens der einzige NS-Verbrecher, der in Israel vor Gericht kommt und dafür mit dem Tode bestraft wird. Es bleibt also eigentlich ein kleiner Einzelfall, wird trotzdem ein riesengroßer Stein ins Rollen gebracht, der die 60er Jahre auch einläutet mit dem Paradigmenwechsel, dass die junge Generation von der Elterngeneration auf jeden Fall Aufklärung über die NS-Gräueltaten haben will, die Mitte und Ende der 60er Jahre mit den Studentenunruhen und später auch mit der Gründung der RAF unter anderem gipfeln wird. Das heißt, wir haben es hier mit einem Prozess zu tun, der Epoche macht. Wenn wir uns mal das Solar für 1961 angucken, außen ist das Solar und in der Mitte ist die Radix von Eichmann, dann sehen wir, dass seine schicksalhafte Uranus-Neptun-Achse durch den Mars ausgelöst wird. Ein wunderbares Symbol für eine Entführung. Und dann haben wir Neptun, Quadrat zu seinem Radix, Chiron. Denn natürlich wird er in Israel auch ein Außenseiter wieder sein, selbstverständlich. Und Saturn und Jupiter zusammen auf dem Mond im vierten Haus.
zeige den Ortswechsel an und zeigen vor allem auch an, dass er in diesem Jahr noch gehofft hat. Er hat zum Beispiel auch gehofft, dass sein Verteidiger, der aus der Bundesrepublik anreisen wird, natürlich ein ehemaliger Nazi sein wird. War es nicht. Die haben jemanden geschickt, der den Nazis auch sehr kritisch gegenüberstand. Zurück. Ja. Dann haben wir hier diese Ballung von Chiron und dem absteigenden Mondknoten auf den Saturn. Und Sekunde, tackert wieder hin und zurück. So, hier sind wir, genau. Und wir sehen, dass sein Mars auch ausgelöst wird durch die Venus. Die Venus ist in diesem Fall besonders wichtig, weil es seine Geburtsherrscherin ist. Es geht also um seine Person und Geheimnisse, also das achte Haus, sie stehen auf der Spitze des achten Hauses, werden aufgeklärt. So, noch grimmiger sieht sein Solar 1962 aus, also das Jahr, in dem das Todesurteil an ihm vollstreckt werden wird. Wir haben nämlich den Chiron auf seinem Saturn. Entschuldigung, er springt schon wieder hin und zurück. Wir haben den Aszendenten auf seinem Geburtspluto. Wir haben die Venus als seine Geburtsherrscherin wieder in Quadratur. Also die lösen quasi diese Opposition aus. Es wiederholt sich dieser Venus-Venus-Geschichte und Mond. Pluto in Opposition zu Saturn, und der Saturn hat ja Mars, Chiron in Konjunktion drauf hocken sozusagen. Und wir finden hier auch das Moment, er ist Anfang 50, Entschuldigung, er ist schon Ende 50. Ich wollte jetzt euch gerade was erzählen von einer Chiron-Rückkehr, aber die war schon viele Jahre vorher. Es ist eine Mondknoten-Achsenrückkehr, wenn ihr das mal euch ansehen wollt. So, ich würde jetzt gerne zurückkommen auf unser Eingangsthema, was ich ja benannt habe mit Gibt es Gerechtigkeit? Und würde jetzt gerne von euch noch vielleicht ein paar Kommentare haben, vielleicht habt ihr noch Fragen, dass ich das mit euch noch ein bisschen diskutieren kann. Wer hat dazu eine Anmerkung? Wer traut sich etwas zu schreiben? Na, seid ihr so schüchtern? Ah, okay. Martin, sorry, aber das Horoskop stimmt, nur das Datum ist 1906, hatte mich gerade verwirrt. Ach so, okay. Alles klar. Dann ist ja gut. Es ist also so, was ich hier gemacht habe, ist quasi, ich bin auf die Metaebene gegangen, also etwas sehr Uranisches, und habe versucht, aus der Distanz heraus über das Zusammensetzen verschiedener Horoskope Zusammenhänge zu entschlüsseln und das Schicksalhafte dieser Begegnungen, denn natürlich wird durch die Begegnung in den Horoskopen von Parteien, von Ländern, von anderen Menschen, werden die Konstellationen unserer eigenen Horoskopstellungen aktiviert. Und wenn man so will, das Schicksal oder das Karma nimmt seinen Lauf. Denn also am Ende des Tages, was ist Schicksal anderes als das Einlösen von Karma, wenn es eine Komponente hat von, es ist etwas passiert, dem wir nicht gewachsen waren, es ist etwas passiert, was uns nicht in die Lage versetzt hat, dass wir das Gefühl hatten, wir hatten eine Wahl, und im Horoskop von Adolf Eichmann sehen wir ja ganz klar die Fallen,
sie fallen, also seine große Verführbarkeit und warum er so schön, also schön ist natürlich pervers, wenn ich das jetzt sage, mit der NSDAP und mit dem Dritten Reich geradezu verschmolzen ist. Und wenn man sich ihn ansieht und wenn ihr das mal googelt, auch auf YouTube gibt es schöne Dokus dazu, das ist hier nicht die Fratze des Bösen ist. Natürlich dieses Bild mit dem Totenkopf, mit der Totenkopfmütze spricht Bände. Aber ansonsten, der Teufel war quasi ein Schreibtischtäter. Er hat auch versucht, sich herauszureden. Er hat gesagt, ich bin durch meinen Fahneneid. Das ist auch das, was viele Hauptnazis bei den Nürnberger Prozessen gesagt haben. Die haben gesagt, ich bin nicht verantwortlich. Ich war durch meinen Fahneid gebunden und ich war meinem Führer und meinem Vaterland verpflichtet, indem ich handeln musste. Was ich eigentlich besonders bedenklich finde, dass man noch nicht mal die Größe hatte zu sagen, ich bekenne mich schuldig, ich bereue das und nehme die Verantwortung dafür in Kauf. Das ist bei den wenigsten passiert. Und was natürlich auch besonders bitter ist, das sieht man auch in der Biografie von Simon Wiesenthal, dass er auch bis zum Schluss sich immer wieder Anfeindungen ausgesetzt gesehen hat. Die schlimmste Anfeindung im Jahr 1975, als der Bundeskanzler von Österreich, Bruno Kreisky, ihm vorwarf, mit der Gestapo einen Pakt eingegangen zu sein und denen geholfen zu haben. Und dann hat er gesagt, das war fast so schlimm, wie nochmal ins KZ zu müssen, dass man mich in meinem hohen Alter nochmal so toll anklagt. Aber er hat bis zum Tod, er ist ja sehr spät gestorben, er ist noch über 90, Anfang 90 geworden, er hat bis zum Schluss gekämpft. Und ihm ist es wirklich zu verdanken, dass diese ganzen Archive, dass diese ganzen Simon Wiesenthal Zentren auf der ganzen Welt überhaupt bestehen. Und in meinen Augen ist er wirklich ein absoluter Held. Wenn wir uns sein Haus gucken und mal ansehen, dann sehen wir seine ganzen Widrigkeiten. Und mit dem Mars im Skorpion eine sehr, sehr tapfere Komponente. Natürlich ist das Bild von Mars in Skorpion Last Man Standing, der letzte Krieger auf dem Schlachtfeld. So. Ich tippe jetzt hier mal ein. Hört ihr mich noch? Ja, wunderbar. Ja, alles klar. Na klar, wunderbar. Das ist dieses Webinar-Format. Natürlich bin ich es gewohnt, ihr kennt mich ja alle aus meinen Workshops und aus dem Unterricht und aus meinen Vorträgen, dass es diese Komponente gibt, des Blickkontaktes, dass man eine kleine Pause macht, dass ich immer wieder Fragen zulasse. Auf der anderen Seite finde ich, dass diese Plattform und dieses Format auch eine große Chance sind und man kann einfach zu Hause sitzen, ihr könnt euch das angucken, ihr könnt das auf euch wirken lassen, ihr habt nachher die Datei, das ist quasi für euch zum Aufbewahren. Ich mache das zum Beispiel mit anderen Instituten auch so, also gerade in den USA und in UK an dem Institut von Liz Green oder auch von einer Webinar-Plattform, die wie heißen die nochmal? Astrology University heißt. Und da habe ich mir auch Sachen runtergeladen und kann da quasi auch nicht mehr richtig mitarbeiten, aber trotzdem, ich kann mir das alles nochmal anhören und die Horoskope nochmal nachrechnen und mir nochmal ansehen. Und insofern habe ich gedacht, dass diese Sofengo-Plattform eigentlich eine wunderbare und sehr moderne Plattform ist und ich kann auch mit, also ich muss mich jetzt zum Beispiel nicht entscheiden, ob Berlin oder Hamburg, sondern ich kann mit Menschen aus Berlin und Hamburg jetzt Kontakt
aufnehmen. Ja, wir haben noch 12 Minuten. Bitte schreibt mir doch nochmal, was ihr möchtet, was ich nochmal vertiefe. Das wäre ja wirklich schade um die schöne Zeit. Ich klicke nochmal so ein bisschen rum. Ich werde übrigens also noch viele solcher Webinare anbieten, immer gespeist aus diesem Moment der faszinierenden Persönlichkeit, auch viel mit Paaren, Mutter, Tochter, Sohn, Sohn, Geliebte, Geliebter, geliebte Feinde, Mörder, Opfer und so weiter und so fort. Ich werde es 2-mal im Monat anbieten und bin auch immer dankbar für Anregungen von eurer Seite. Aber hoffe, dass das heute der Grundstein war für noch viele, viele Webinare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich weiß, ein paar von euch haben sowas auch noch nie gemacht. Ich hoffe, dass ihr das in Ordnung fandet, dieses Webinarformat. Ich kann euch schon mal ein paar neue Termine. Ach so, ich wollte euch noch etwas zum Nachlesen. Ich weiß nicht, ob ihr die DDR-Autorin Hannah Arendt kennt. Die hat geschrieben, Eichmann in Jerusalem, die Banalität des Bösen und über das Böse. Das war eine Vortragsreihe. Und Simon Wiesenthal ist auch, der hat sehr, 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 sehr viel publiziert, unter anderem Ich jagte Eichmann, Doch die Mörder leben und Die Sonnenblume von Schuld und Vergeben. Und zwar hat Simon Wiesenthal immer wieder auch gesagt, ich gebe nicht dem deutschen Volk die Schuld, ich gebe den Tätern die Schuld und die einzige Waffe, die wir haben, damit sowas nie wieder passiert, ist, dass wir aufklären, 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 damit das nie wieder passiert. Es gibt einen schönen Film, der heißt Die Akte Odessa. Der läuft zum Beispiel auch auf YouTube. Sowas könnt ihr ganz umsonst gucken. Und dann gibt es Recht, nicht Rache. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der auf Englisch heißt. Und da spielt der großartige Schauspieler Ben Kingsley, spielt Simon Wiesenthal, den ihr vielleicht auch als Gandhi kennt. Er hat Mahatma Gandhi gespielt. Ja, das kann ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen. Und also offensichtlich muss man sich, also ich weiß zum Beispiel, Tamara treibt sich viel rum bei Sofengo und man kann die Dozenten bewerten, damit ich da nicht ein ganz unbeschriebenes Blatt ist. Und also mein nächstes Webinar ist am 31.08. Für diejenigen von euch, also in Hamburg habe ich das als Workshop gehalten und in Berlin, glaube ich, nur als Vortrag, gibt es das hier nochmal als Webinar. Die Sonne, der innere Vater, das ist das psychoanalytische Konzept der sogenannten inneren Haut, also des inneren Vaters, der zweiten Haut, in die wir im Laufe des Lebens hineinwachsen sollen, was uns natürlich mehr schlecht als recht gelingt. Ich greife hier auch nochmal das Thema auf, warum es bei Männern und Frauen in der klassischen Astrologie so viel anders ist mit der Sonne und in der psychologischen Astrologie moderner gedeutet wird. Und schreibt euch schon mal auf, den 7.9. und den 21.9. 19.30 werden die nächsten Webinare sein. In meinem Kopf steht schon alles fest. Ich muss es nur noch konzipieren und Bilder aussuchen und knackige Titel. Ich trage mich mit dem Gedanken, etwas zu machen über Geschwisterverstrickung, über Eltern-Kind-Verstrickung, also Mutter-Tochter, Mutter-Sohn, Sohn-Tochter, Sohn-Sohn, über sogenannte Fatal Attractions, warum es Paare gibt, die zueinander finden, obwohl sie so überhaupt nicht zueinander passen. Also es knallt an allen Ecken und Enden und es hat da auch wieder diese karmisch schicksalhafte Komponente. Ansonsten habe ich wirklich in meinem Hinterkopf noch ein riesengroßes Reservoir an Ideen und ich werde diese Plattform auf jeden Fall sehr fleißig nutzen. Vielleicht noch mal etwas zum
Fischezeichen. Für diejenigen von euch, die bei meinem Vortrag über den Neptun und das Zeichen Fische waren, dass die Suche nach Gerechtigkeit, die Hoffnung darauf, dass es in einer anderen Welt Gerechtigkeit geben wird, wir natürlich im Horoskop von Simon Wiesenthal auch wiederfinden. Hier ist er. Der Jupiter steht in seinem eigenen Haus, wenn wir ihn nach 12 ziehen. Und er hat ein Sextil zum Neptun. Insofern finden wir bei ihm trotz aller Schärfe des Verfolgens ein großes, ein sehr starkes Moment der Friedlichkeit, des Wunsches zu vergeben. Wir finden quasi beide Momente bei ihm, die Jagd und aber auch das Moment des Friedenssuchens. Könnt ihr das sehen? 12, 10, ein Sextil. Der Neptun kommt aus 6, das heißt, hier haben wir wieder dieses sich aufopfern einer Sache und vielleicht auch so etwas wie ein Traum, dass es einmal besser wird. Also er beschreibt in einem seiner vielen Bücher, wie viele Albträume er hat. Er hatte von seinen 4 KZ-Jahren und das ist natürlich ein starkes Moment, ne? Denn der Herrscher von 1 ist die Venus im Schützen im dritten Haus. Das heißt, es geht um Vernetzung, um Reden, aber es gibt einen großen, großen Hunger bei Jupiter. Quadraten haben wir immer ein Übermaß an Hunger und das ist sozusagen so eine Art Antriebsquelle von tief, 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 tief innen, die ihn immer wieder dazu gebracht hat, aufzuklären, Gerechtigkeit zu suchen. Der Herrscher von 12 ist in 4, also auch wirklich für sein Seelenheil. Es ging um sein Seelenheil. Gut. Habt ihr noch Fragen? Habt ihr noch Anmerkungen? Wenn ich hier nochmal so durchklicke. Es ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr euch mal darüber Gedanken gemacht habt, was zum Beispiel der Unterschied ist zwischen diesen sogenannten Generationsstellen. Ne? Man sagt doch immer wieder, der Pluto in dem Zeichen, der ist nicht so wichtig wie der Pluto in dem Haus oder wenn der Pluto dann in einem Aspekt zu einem persönlichen Planeten fällt. Das ist auch in der Tat so, nur bei einer Organisation oder bei einer Nation haben diese Generationsplaneten natürlich eine Qualität der Zeit, in die sie fallen. Der Zeit, in die sie fallen. Und also ihr könnt euch doch erinnern, wir haben jetzt viele Jahre diese Uranus-Pluto Quadratur gehabt. Und das ist eine Wiederholung einer Quadratur aus den 30er Jahren. Aus den 30er Jahren. Der Uranus stand damals auch im Widder, nur der Pluto stand nicht wie jetzt im Steinbock, sondern er stand im Krebs. Das heißt, es war eine Zeit, wo es darum geht, dass es im Volke, beim Grund und Boden diese Machtkämpfe gab, aber auf eine revolutionäre Art und Weise, damals wie heute, diese ganzen Umbrüche. Und die Gründung des Dritten Reiches ist, wenn man das so sieht, von vornherein auf Krawall gebürstet. Ganz klar. Ganz, ganz klar. Ja? Gut. Dann würde ich sagen, nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass ihr mir 1,5 Stunden geopfert habt, eures Augustabends. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch alles Gute. Und hoffe, euch bald wiederzusehen, entweder
bei einer Fortbildung oder bei einem Webinar oder ansonsten, ihr wisst ja, ich bin regelmäßig in Berlin und ich bin ja ansonsten immer in Hamburg zu erreichen. Also, alles, alles Liebe und ja, gehabt euch wohl. Dankeschön, Dankeschön, merci, ja, de rien. Super. Also, ich weiß gar nicht, wie das hier ist. Ich glaube, das schaltet sich von alleine aus um 21 Uhr. Und ich habe dann die Wahl, mir das nochmal anzugucken und zu entscheiden, ob ich das gut genug finde, dass das freigeschaltet wird. Aber ich denke schon. Und dann bekommt ihr das quasi umsonst. Und die, die heute nicht dabei waren, die können das kaufen. Ja, auch nicht schlecht, aber für euch ist das umsonst. Das heißt, ihr könnt euch das alles nochmal in aller Ruhe ansehen. Ja? Super. Alles klar. Alles Liebe. Tschüss.